Hallo Fight-Fans, ich bin's, der Max, wir sind von Ground & Pound TV. Ich stehe mit dem Tobias Gerold, der heute Abend mal nicht Ringsprecher ist, sondern Referee. Tobias, wie ist dazu gekommen? Ja, das war eigentlich eine spontane Idee. Ich habe das natürlich bei uns auf der Webseite gelesen. Übrigens nicht vergessen, eure Kampfsportseite Nummer 1, www.groundandpound.de. Und habe in meinen Terminkalender geguckt. Gut, ich hätte auf eine andere Veranstaltung gehen können, wo ich auch Geld bekommen hätte. Aber ich meine, Aschaffenburg von mir, von Frankfurt aus sind 50 Kilometer. Ich habe Franco angerufen, gefragt, hey, brauchst du noch jemanden? Weil ich denke, es ist eine gute Sache für den Simon. Und dann sollte man auch nicht mal immer auf den Geldbeutel gucken, sondern kann auch mal was Gutes tun. Und ja, er hat gesagt, hat sich riesig gefreut. Und ja. Und so bist du dazu gekommen, ja? Genau so war es. Und es macht auch bis jetzt ja riesig Spaß. Die Ränge sind gut besetzt, muss ich sagen. Und ja, bis jetzt. Alles in Butter. Ja, wir haben heute ja auch ein volles Programm hier, ne, über Boxen, zum Grappling, zum Shoto. Wir haben auch Einlagen von Capoeira und Breakdance. Und wie ist das denn für dich mal wieder? Du bist ja auch ein erfahrener Ringrichter, ein erfahrener Referee. Wie ist das denn für dich bei so einer Veranstaltung? Ja, also ich freue mich natürlich wieder, sag ich mal, auch mal im Ring oder heute Abend im Käfig zu stehen. Es macht unheimlich viel Spaß. Das hat es die letzten 15 Jahre auch getan. Und ich mache es eigentlich immer wieder gerne, muss ich sagen, obwohl ich ja einmal vor 2 Jahren gesagt habe, ich möchte es einfach nicht mehr. Das, sag ich mal, 2.500 Kämpfe, so, das ist jetzt eigentlich mal genug. Aber bei solchen Sachen wie heute, ich glaube, da kann man gar nicht Nein sagen, finde ich. Also. Ja, nee, vollkommen richtig. Also da kann man dir nur zustimmen. Also wenn man es heute nicht für so einen Anlass wieder seine Referee-Handschuhe anzieht und so, und wann dann, ne? Ja, das definitiv. Also es hat auf jeden Fall bis jetzt ja sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben noch tolle Kämpfe vor uns. Die Zuschauer kriegen noch einiges geboten. Und ja, das Rahmenprogramm stimmt ja auch, wie du gesagt hast, mit der Capoeira-Show. Dann gibt es ja nachher noch ein riesen Feuerwerk draußen. Also ich denke, da wird alles getan, um wirklich für die gute Sache auch viel Geld reinzubekommen. Und ich hoffe es wirklich sehr, für einen Simon, der heute leider nicht da sein kann, dass da wirklich ordentlich was zusammenkommt. Ja. Ja, und überhaupt auch für die deutsche Knochenmark-Spendendatei, dass wir halt wirklich, also auch die Leute, die jetzt heute Abend nicht hier sein können, also wir werden jetzt gleich die Nummer einblenden vom Konto, wo ihr Geld spenden könnt. Kein Betrag ist zu gering, also alles, was wir halt irgendwie tun können und werden wir jetzt tun, um möglichst viel Geld für Simon zu sammeln und für die deutsche Knochenmark-Spende. Ja, Tobi, gibst du noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest? Ja, also ich kann nur den Leuten sagen, die heute Abend hier sind und vor allem auch dem Alan, der gerade an der Kamera steht, der ja sicherlich auch ein paar Euro hat und zeigen kann, heute an, dass die Schwaben gar nicht so geizig sind. Spendet einfach. Wie gesagt, ist kein Betrag zu gering. Alles, was reinkommt, geht für Simon zugute und ich hoffe, dass da wirklich noch eine Menge zusammenkommt und dass die Leute heute Abend auch noch viel Spaß hier haben. Ja. Vielen Dank, Tobi. Bis demnächst, ne? Eine Message noch für die Fight-Fans. Better watch Ground and Pound TV. Stay there. Wunderbar. Alles klar, Tobi. Hau rein, ne?